Okay, bitte dann auch hier für den Kandidaten Ruhe. Okay, liebe Parteifreunde, kurz zu meiner Person. Ich bin 27 Jahre alt, bin im Münsterland aufgewachsen, in einer kleinen westfälischen Gemeinde. Man kann sozusagen sagen, dass ich von westfälisch-konservativer Prägung bin. Ich habe Mathematik mit dem Nebenfach Volkswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster studiert und danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RWTH Aachen promoviert. Dort habe ich zum Beispiel Vorlesungen vorbereitet gehalten, Übungen vorbereitet gehalten, mich mit der Forschung beschäftigt und auch Projektarbeit für Industrie gemacht. Insgesamt bringe ich da mehrere Jahre Berufserfahrung in der Lehre und Forschung mit. Normalerweise stelle ich mich hier auch vor als Doktorand der Mathematik. Das muss ich heute nicht mehr machen, da ich meine Doktorprüfung letzte Woche endgültig und erfolgreich mit einer 1,0 bestanden habe. Ich kann mich hier heute also als promovierter Mathematiker mit Kenntnissen in Finanz- und Versicherungsmathematik und Statistik vorstellen. Als Mathematiker kann ich komplexe Sachverhalte sehr schnell analysieren und auch vernünftige Lösungen entwickeln. Ich bin auch der Meinung, dass wir vernünftige Lösungen brauchen und gehe offen und transparent damit um, vernünftige Lösungen zu finden. Das war jetzt doof, aber okay. Weil dieses Land die besten Lösungen verdient, die wir haben. Und deshalb müssen wir auch vernünftig nachdenken. Ich bin seit 2013 aktiv, war Gründungsvorstand der Jungen Alternative auf Bundesebene 2013, habe da also den Grundstein für die Junge Alternative auch gelegt, bin im Bezirksvorstand Köln auch seit Anfang an aktiv. Sie kennen mich vielleicht von den Facebook-Schulungen, von den Wahlversammlungen und ich habe mich da immer als Dienstleister für die Kreise präsentiert. Ich bin in der AfD gerne aktiv dabei, da die AfD sich nicht im Klein-Klein verliert, während andere Parteien es für wichtig erachten, dass die Studentenwerke in Studierendenwerke umbenannt werden, kümmert sich die AfD um die zentralen Zukunftsprobleme Deutschlands, zum Beispiel die Demografie, den Euro, die EU, Masseneinwanderung oder das erneuerbare Energiengesetz. Es gab endlich eine Partei, die nicht die Symptome behandelt, sondern die Ursachen bekämpft. In der Demografie-Problematik vertrete ich die Meinung, dass wir nicht mehr Einwanderung brauchen, sondern mehr Kinder. Deswegen brauchen wir eine aktive Familienpolitik und auch eine aktivierende Familienpolitik, weswegen wir die Familien steuerlich viel, viel stärker entlasten müssen, zum Beispiel durch ein Familiensplitting. Das Ganze wird auch die U3-Betreuung verbessern, weil die beste U3-Betreuung in meinen Augen immer noch Mama heißt. Deswegen muss es auch Hauptaufgabe der AfD sein, eine Finanz- und Steuerpolitik zu betreiben, sodass eine Familie wieder von einem einzigen Einkommen leben kann. In der Rentenpolitik vertrete ich auch den westfälisch-konservativen Ansatz, weil ich neben den Beitragsleistungen zusätzlich die Kinderanzahl berücksichtigen möchte. Das ist ein Generationenvertrag 2.0 und so können wir die Renten langfristig und gerecht stabilisieren. Denn Generationengerechtigkeit, das bedeutet Gerechtigkeit gegenüber denjenigen, die die nächste Generation großziehen. Finanzieren möchte ich das Ganze, indem wir die EU platt machen. Das sind 28 Milliarden Euro deutsches Steuergeld, das wir in unser Land zurückholen, damit die deutsche Bevölkerung wieder von den Lorbeeren ihrer eigenen Arbeit leben kann. Das bedeutet auch mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung für die Mitgliedstaaten. Und das ist gut, denn auch Merkel und Schulz, die werden irgendwann verstehen, dass die Stärke Europas in der Stärke der Nationalstaaten liegt. Aber mit der Bankenunion, mit den 800 Milliarden Euro Target-2-Salden, mit dem ESM, hat die etablierte Politik gegen deutsche Interessen gehandelt. Das werden wir ändern. Und zur Lösung der zentralen Zukunftsprobleme Deutschlands lassen Sie uns bitte den Mut haben, auch unbequeme Wahrheiten anzusprechen. Denn wir sind die Partei, die nicht an die nächste Wahl, sondern an die nächste Generation denkt. Denn das ist die Partei, die Deutschland braucht. Und das ist auch die Partei, die Deutschland verdient hat. So, Roland, Feuer frei. So,
Das Geschäftsordnungsanträge sind hier an der Stelle jetzt nicht möglich. Also ich halte das für unzulässig, dass hier noch nicht mal bevor die Rede gehalten wurde, bereits 10 Leute angestanden haben. Wir haben diesmal nur ein einziges Mikrofon im Saal und jetzt stehen nur die Gönner hier. So funktioniert das nicht, meine Damen und Herren. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt wirklich nicht. So, Sie hatten nicht das Wort. Ich stelle fest, dass es keine Regelung gibt, wann sich hier jemand ans Mikrofon anstellt. Das war bei der Kandidatin vorher ähnlich. Es schien mir dort nicht so zu sein, dass es nur von einer Seite Personen waren. Die Personen, die jetzt hier anstehen, kann ich persönlich nicht einsortieren. Ich bitte darum jetzt um die erste Frage an den Kandidaten Espendeler. Ja, Michael, ihr beide waren ja im Landesschiedsgericht der Jungen Alternative. Ich habe dich dort erlebt. Ich selbst erzähle jetzt mal kurz was von mir in die Frage rein. Ich hatte auch Probleme, im Arbeitsleben zurechtzukommen, nachdem ich nur an einem Lehrstuhl gejobbt habe vorher. Eine Promotionstätigkeit und danach daneben mal am Lehrstuhl Halbtagskraft was zu sein, ist keine Berufstätigkeit. Und bitte erkläre, ob du wirklich die Teamfähigkeit für eine richtige Arbeit aufstellst und ob du, nachdem du 2013 Vielen deine Dank, Masterarbeit gestellt hast. Fragezeit ist um. Dann ja, also die Frage habe ich erwartet. Ich habe diese 5 Jahre Berufserfahrung, 4 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich habe Industrieprojekte betreut. Da haben wir auch ein bisschen Geld mitverdient, weil so habe ich meine Stelle auch finanziert. Ich hatte eine Vollzeitstelle, das heißt, ich war rund um die Uhr in der Universität beschäftigt. Ich bin auch seit ich 19 bin, arbeite ich selbstständig. Ich verdiene mein eigenes Geld, ich habe meine Miete selber bezahlt. Ich habe in den Semesterferien Werkstätigkeiten übernommen. Also ich bin mein Leben lang am Arbeiten und ich habe mich jetzt hochgearbeitet vom Realschüler mittlerweile zum Doktor. Das habe ich geschafft durch eigene... Das habe ich geschafft durch Eigenleistung, durch Wille, das zu erreichen. Und ich habe Ihnen gerade hier eine Rentenreform vorgestellt. Ich habe den Willen und die Fähigkeit, diese Rentenreform umzusetzen. Und jetzt ist es die Entscheidung dieser Versammlung zu entscheiden, ob ich das als junger, promovierter Mathematiker auch vernünftig repräsentiere. Dann haben wir jetzt die Frage Nummer 2. Christa Krämer, KV Köln. Michael, könntest du bitte mal erklären, über was es in deiner Doktorarbeit ging? Ja, ich sag mal, da schreibt man nicht 4 Jahre dran, dass man es in einer Minute erklärt bekommt. Also es geht um die Assoziationsmessung in Kontingenztafeln. Also es ist eine Arbeit über... Es ist eine Arbeit im Bereich Datenanalyse, also anwendungsorientiert, wobei ich das theoretisch aus mathematisch-statistischer Sicht untersucht habe. Wie gesagt, das kam ganz gut an bei den Prüfern, die haben ja auch eine gute Note gegeben. Ich habe auch schon ein Paper veröffentlicht. Ja. Frage Nummer 3, bitte. Gerhard Fischer, Kreisverband Bonn. Herr Espendeler, meine Frage bezieht sich auf die Altersversicherung. Ja. Sie haben familienpolitisch einige wenige Aussagen gemacht. Aber wie sieht es rechnerisch, mathematisch aus in den nächsten 20 Jahren unserer Altersversicherung? Okay, das ist genau diese Demografiedebatte, die auch mal geführt werden muss. Also die Altparteien, die verschweigen dieses Thema, weil sie keine Lösung dafür haben. Uns fehlt Geld. Das ist die einzige Ansage. Wir haben demnächst weniger junge Leute, die Rentenbeiträge bezahlen und mehr Ältere, die Renten empfangen. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir mal mit dem Rotstift Amok laufen müssen in diesem Bundeshaushalt. Deswegen möchten wir die EU ja platt machen, deshalb möchten wir jeden Genderlehrstuhl kaputt machen. Den streichen wir. Und wenn wir es schaffen, die Kinderanzahl wieder zu erhöhen, indem wir eben dieses Familiensplitting einführen, dann haben wir nur einen Bereich von 20 Jahren, den wir überbrücken müssen. Und das werden wir hinkriegen, wenn wir vernünftig haushalten, wenn wir das Geld nicht aus dem Fenster werfen. Frage Nummer 4, bitte. Karl-Heinz Mannig, Kreisverband Aachen. Michael, als gestandener Unternehmer versuche ich auch mal Mitarbeiter zu bekommen, die Berufserfahrung haben. Da hatten wir ja schon etwas gehört. Wie glaubst du, dass du deine Berufserfahrung im Bundestag einbringen kannst? Also im Bundestag, ich möchte mich der Sachpolitik widmen. Ich bin nicht der große Marktplatzredner. Es geht darum, Dinge vernünftig auszurechnen.
Es geht darum, die Anträge vernünftig zu begründen und auch die strategische Planung. Also ich möchte gerne die CDU quälen, indem wir eben sagen, wir möchten die Kinderanzahl berücksichtigen, weil da werden die nur mit viel, viel Tränen gegenstimmen. Haben wir ja. Okay, Walter? Frage Nummer 5, bitte. Walter Leinders, Kreisverband Heinsberg. Lieber Michael, welchen Einfluss haben deiner Meinung nach Statistiken auf die Politik? Einen relativ großen. Also wir sind ja gerade in dieser tollen Fake-News-Debatte. Das kennen wir ja alle. Exemplarisch würde ich mal nennen, Sie hatten vor circa einem halben Jahr gesehen, Flüchtlinge haben wesentlich geringere Gesundheitskosten als die deutsche Bevölkerung. Das ist natürlich Quatsch. Was man nämlich vergessen hat, ist zu erwähnen, dass die Flüchtlinge im Durchschnitt jünger sind und jüngere Leute weniger Gesundheitskosten produzieren als ältere. Wenn man jetzt diese Zahlen mal auseinanderschlüsselt, dann sieht man, dass der Flüchtling natürlich mehr Gesundheitskosten produziert, weil er in dem Heimatland nicht so gute Versorgung hatte. Das ist mathematisch, heißt das Simpson-Paradoxon. Insofern, ich möchte da gerne auch die Bundesregierung ein bisschen quälen, wenn die uns da auch wieder ärgern und irgendwelche Sachen aus dem Armutsbericht streichen. Vielen Dank. Gegeben wurden 337 Stimmen. Ungültig waren derer 2. Es gibt eine Enthaltung. Es gab 13 Stimmen Nein gegen alle. Von den 337 ziehen wir ab die Ungültigen und Enthaltungen. Kommen auf 334, dividieren durch 2, sind bei 167, bedeutet, das Quorum sind 168. Quorum sind 168, genau. Es sind entfallen auf Frau Spitkowskaja 21 Stimmen. Es sind entfallen auf Frau Buhmann-Quast 76 Stimmen. Und es sind entfallen auf Herrn Dr. Michael Estendiller 224 Stimmen.